Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zyklischen. Kommen Sie mal ganz nah ran und würde Ihnen gern was zeigen. Schauen Sie mal hier. So sah der Fernsehpfarrer früher aus. Als kleines Baby. Und wissen Sie, was das Beste in diesem Album ist? Ein paar Seiten weiter kommen doch tatsächlich noch Haare zum Vorschein von früher. Meine Haare, als ich vielleicht so 10, 11 Monate alt war, hatte ich schon Haare. Ganz blonde. Fast so schön wie heute, oder? Okay, nicht mehr ganz so blond. Aber ich freue mich einfach, dass Gott gesagt hat, ich will dich tragen und heben und halten. Auch wenn du grau wirst. Ich habe deine ganzen Haare gezählt, ich habe alles im Griff. Die Haarfarbe verändert sich, aber ich verspreche dir, ich kümmere mich weiterhin um dich. Du bist es mir wert. Das ist für mich Grund, mit Ihnen gemeinsam zusammen Gottesdienst zu feiern. Lassen Sie uns das tun. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und freuen Sie sich heute auf ein geistliches Baby. Wir haben einen Unternehmer zu Gast, einen Macher. Und seit ein paar Monaten hat dieser Mensch, Volker Planbeck, das Christuslicht der Welt erblickt. Und er steht mir Rede und Antwort. Vorher singen wir aber noch miteinander. Ich lade Sie ein, stimmen Sie ein in ein erstes Loblied. Wir möchten gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 95. Beten Sie mit mir. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du der unvergleichliche Gott bist. So oft hängt unser Herz an einen kleinen Gott, an einen Götzen, und doch bist du der Unvergleichliche, der Große, der Allmächtige, der Allwissende. Und du hast eine ganz persönliche Beziehung zu uns. Und wir dürfen dich Vater nennen. Danke dafür. Und jetzt halte nicht nur Berge und Meere in deiner Hand, sondern auch unsere Höhen und Tiefen des Lebens. Nimm uns so, wie wir sind, Herr, und richte uns auf in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 4 bis 9 und 15. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von dem Land und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Thank you.
freue mich auf meinen Gast heute. Er ist Unternehmer, 400 Mitarbeiter, 27 Standorte in Baden-Württemberg und Bayern in der Branche Raumausstattung und ein Mann, der auf dem Kopf steht. Jedenfalls hat der Glaube an Jesus sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Herr Plambeck. Hallo, Herr Bräuning. Also nochmal, Plambeck, das ist kein schwäbischer Name. Das ist ein norddeutscher Name. Ein norddeutscher Name, also muss ich Hochdeutsch reden. Bitte schön. Oder verstandet Sie auch Schwäbisch? Ein bisschen. Ein bisschen, das hat aber nicht gesagt. Er sagt von sich, er erfährt, er erlebt jeden Tag Wunder. Mhm. Und das, obwohl er erst seit einem Jahr Christ ist. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, seit ich Christ geworden bin, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Ja, ich versuche mich in andere Menschen hineinzuversetzen, die Sichtweise der anderen Menschen anzunehmen. Und plötzlich sehe ich die Welt mit den Augen anderer Menschen. Und das von früh bis spät. Wir arbeiten mit vielen Mitarbeitern in dieser Branche Raumausstattung. Mhm. Und wir haben täglich Ereignisse mit Menschen, täglich Anrufe, täglich Kontakte. Und die Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme, die es gibt, die sind zu 95% halt menschlicher Natur. Mhm. Und durch die Gabe, jetzt mit Jesus in meinem Herzen auf Menschen zuzugehen, ja, lösen wir viele Probleme auch aus der Ferne und am Telefon. Es ist unfassbar, was sich ereignet und vor allen Dingen, wie sich die Menschen um uns herum verändern. Ist erstaunlich. Ja, auch die Annahme, wie sich das überträgt. Also mein Glauben, meine Art und Weise im Umgang mit Menschen auf andere Menschen. Mhm. Unfassbar. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie sehen für mich aus wie ein Manager, wie ein Mensch, der das Leben im Griff hat und der Erfolg hat. Mhm. Wieso entscheidet er sich jetzt für so sentimental-religiöses? Also ich bin mein Leben lang eigentlich noch einen anderen Weg gegangen, ja, und habe vor einigen Jahren festgestellt, dass man den Menschen nicht Erfolg versprechen kann, weil Erfolg wird hauptsächlich mit materiellen Dingen in Deutschland oder Macht auch beschrieben. Ja. So, und die drei Triebfedern an die Spitze sind meistens Materialismus, Narzissmus und kapitalistische Denkweise, ja, tatsächlich. Und niemals ein Herzenswunsch, oder es ist sehr, sehr selten, dass Menschen aus dem Herzensgrund irgendwie Führungspersönlichkeiten werden, auch an die Spitze kommen. Und wie soll ich Menschen versprechen? Ich mache bei uns im Unternehmen auch die Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung. So, und ich kann nicht jedem versprechen, irgendwie beruflich Erfolg zu haben. Ja, menschlich schon. Da sieht es anders aus. Als Führungskraft ist es eine Gabe, mit Menschen zu arbeiten. Ja, aber das ist nicht gleich mit materiellen Werten zu setzen. Und das hat bisher Ihr Leben geprägt, nachdem Sie jetzt seit einem Jahr ein anderer Mensch sind, war vorher alles komplett anders, auf absolut. Kapitalismus ausgelegt, auf Erfolg, auf Machen. Absolut, ja. Also das ist ja das grundsätzliche Ziel, ist ja Erfolg, ja. Und Erfolg ist ja immer irgendwie Ertrag in der Wirtschaft, ja. So, aber seitdem wir auch unser Unternehmen umgestellt haben auf Wertschätzung, ja, also wirklich, wir wertschätzen unsere Mitarbeiter. Wir sind ein Familienunternehmen. So, und wir leben das auch ganz ausgeprägt. Seitdem, zwar ist der Erfolg monetär nicht so stark zu messen, aber Betriebe, die wertschätzende Grundprinzipien setzen, ja, sind halt auch ökonomisch erfolgreicher, ja, weil sie Krisen eben besser überstehen. Und woran das stellen wir gerade fest. Woran merkt es ein Mitarbeiter, dass sie so eine Lebenswende hingelegt haben? Merken die plötzlich, dass sie beten, statt Bilanzen angucken oder woran merkt? Das ist einfach der Umgang mit Mitarbeitern. Ja. Wir haben zum Beispiel seit über 2 Jahren keine Abmahnung mehr geschrieben. Ja. Wie für ein Gespräch mit den Menschen, wenn es Probleme gibt. Sondern immer mit dem Ziel, du bist mein Freund, ja, so gehen wir ins Gespräch und das Ziel soll sein, dass wir auch als Freunde wieder auseinandergehen. Und dann werden Probleme tatsächlich beseitigt. Und das ist ein kompletter Wandel. Das ist das, was nicht stattfindet in den meisten Betrieben. Ja, da werden nur die Fehler gesucht. So, und wenn ich die Mitarbeiter frage, ob die eine Macke haben, ja, dann werden die ihre Hände heben. Und dann werden sie sagen, außer mir, ich habe 2. Es geht niemals um Fehler, es geht um Verantwortung. Das habe ich für mich erkannt. Und noch viel stärker, seit ich Jesus nachfolge. Wie kam es überhaupt zu dieser Jesus-Nachfolge? Ich habe gelesen, Sie hätten 49 Jahre gebraucht, um zu Jesus zu finden. Aber ich glaube noch nicht, dass Sie 49 Jahre alt sind. Ja. Sie sehen aus wie ein bisschen über 30. Haben Sie echt 49 Jahre gebraucht? Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt 50 und habe im letzten Jahr zu Jesus gefunden. Ja. Vor einem Jahr und 3 Tagen. Wie haben Sie Jesus gefunden? Ja, ich war auf einer Männerreise in Israel, auf einer christlichen Männerreise und bin eigentlich als Tourist mitgefahren. Mir war gar nicht so richtig bewusst, wo ich da war. So, und habe das Ganze auch eher kulturell betrachtet. Und nach einigen Tagen musste ich feststellen, plötzlich bin ich früh aufgewacht morgens und hat eine Stimme zu mir gesprochen. Also, folge mir, folge mir. Ja, und ich bin früh aufstehe, es war 4:32 Uhr.
Das weiß ich noch ganz genau, dass ich diese Stimme gehört habe. So, und dann bin ich raus ins noch frühmorgendliche Bethlehem und bin spazieren gegangen und habe gedacht, das ist es, wonach du dein Leben lang gesucht hast. Unfassbar. Ja. Das ist ein Wunder. Mhm. Aber man folgt ja nicht irgendjemand blind links, schon gar nicht Sie als Macher und Manager. Ja, eben, das ist das, ich war vorher nicht immer Realist, ja. Und habe gesagt, das ist alles irgendwie Quatsch, ja. So, das ist irgendwie, ja, lass die Leute in die Kirche gehen, aber ich konnte nichts damit anfangen, mit Bibel, ja. Und das war das fehlende Puzzleteil, was ich eigentlich immer gesucht habe in meinem Leben, weil ich immer gedacht habe, nein, es kann es nicht sein, materiell, ja, Haus, mein Boot, meine Yacht, ja, das kann es nicht sein, sondern es muss mehr dahinter stecken, ja. Mhm. Und gerade eben auch in der Verantwortung mit Menschen. Menschen, mit denen Sie bisher zu tun hatten, Sie sind zum zweiten Mal verheiratet, machen die sich da eher lustig über Sie und plötzlich ist der Volker fromm oder wie gehen die damit um? Ganz im Gegenteil. Also die Menschen fragen mich, was mit dir passiert. Du bist ganz anders. Ja? Wir kennen dich immer schon als geradlinig, rückengerade. Ja? Das war immer so mein Prinzip. Ja? So habe die Menschen auch ganz anders gemessen, als wie ich sie jetzt messe. Ja? Immer auch von oben herab teilweise eingeteilt, eingeklustert, immer nur die Fehler suchen. Aber die Menschen um mich herum, die sind begeistert. Und die sagen, wow, unfassbar, wie du dich verändert hast. Ja? Und das ist in der Familie so. Ich habe mich mit meinen Eltern versöhnt. Ja? Mit Liebe ausgesprochen und Vergebung. Ich war mit jahrelang meinen Eltern zerstritten. Ich habe mit meiner Schwester versöhnt. Ich war jahrelang mit meiner Schwester zerstritten. Liebe ausgesprochen, sind für die größten Ereignisse ihres Lebens, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ja. Ich habe meine Ex-Frau um Vergebung gebeten. Ja. Wo es jahrelang Streit gab zwischen mir und ihr. Mein Sohn, den ich alleine großgezogen habe, es war ein jahrelanges Streitthema. So, und wenn ich jetzt an meine Ex-Frau auch denke, dann denke ich auch mit lieben Gedanken an sie. Das ist das Schöne. Und der ganze Hass und der ganze Zorn, der in meinem Leben, sag ich mal, ständiger Begleiter war, weil alles immer nicht gut genug war, der ist weg. Sie machen es mir echt schwer. Also ich muss ja nachher noch predigen, aber gegen Sie mache ich keinen Stich. Sie treten als Zeuge auf von einem Lebenswandel, von einem Wunder, das Sie mit Jesus erlebt haben. Hut ab, da kann man Sie beneiden. Wie würden Sie Ihr persönliches Glaubensbekenntnis, Ihr Credo formulieren? Was schätzen Sie an Jesus oder was glauben Sie ihm? Warum folgen Sie ihm? Also für mich ist das Wichtigste zu wissen, dass Jesus an meiner Seite ist, dass ich mich in jeder Lage, vor jeder Situation auf ihn verlassen kann. Das ist für mich das Schönste. Ja, ich bin entspannt, wie ich nie in meinem Leben war. Ich bin dankbar. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, springe ich aus dem Bett und sage, danke Jesus. Mhm. Ja, und so gehe ich in den Tag und so gehe ich auf den ersten Menschen zu, den ich begegne. Und es wird ein guter Tag. Und das spürt man ihnen ab. Wir machen nochmal eine Sendung zusammen. Gerne. Und dann bei euch in so einem Raumausstatter-Geschäft oder Studio. Und ich glaube, Gott kann sie gut gebrauchen. Er bereitet ja auch gerade so ein himmlisches Jerusalem vor. Und da braucht er Raumausstatter, die ihm helfen. Ja. Die Teppiche haben wir. Die Teppiche habt ihr. Und die Gardinen. Und muss aber alles aus Gold sein. Natürlich, klar. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Dankeschön. Auch als Christ im Unternehmen, am Arbeitsplatz, aber auch in der Familie, in allen Beziehungen. Und dass Sie weiterhin zum Segen werden für viele Menschen. Herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben an Volker Planbeck, schreiben Sie uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. Was wäre, wenn, was wäre wie, wenn's heute anders wäre? Solche Fragen zu stellen, macht das Herz nur schwer. Und betrübt. Was wäre, wenn ich nicht mehr jung, doch berühmter wär? Wäre mein Alltag dann glücklicher und nicht betrübt? Leb im Hier, leb im Jetzt und leb den Augenblick. Träume groß, träume weit, genieß auch das kleine Glück. Lass es los, was dich tief in dir verzweifeln lässt. Liebe viel und halt es fest. Was wäre, wenn ich Glück zu zweit nie für mich erfahr? Ist Freude im Leben dann in Gefahr?
ich hoffe nicht. Was wäre, wenn ich dich verliere und mein Herz wird leer? Wär dann in mir keine Liebe mehr? Ich weiß es nicht. Leb im Hier, leb im Jetzt und leb den Augenblick. Träume groß, träume weit, genieß auch das kleine Glück. Lass es los, was dich tief in dir verzweifeln lässt. Liebe viel und halt es fest. Leb den Augenblick, das kleine Glück, und halt es fest, und halt es fest. Oh, ich liebe frisches Heu. Und hier haben sie Heu gemacht. Und hier haben sie tagelang und nächtelang geschafft und geschuftet, um Heu zu stapeln. Sie haben akribisch das Wetter beobachtet. Und dann haben sie irgendwann angefangen, eine enorme Heuernte einzufahren. Und dann haben sie es gestapelt hier. Die große Ernte. Denn das Feld hatte gut getragen und seitdem liegt das Gesammelte hier unter einer großen Plane, ein riesengroßer Schatz. Die Scheunen sind randvoll und man muss sogar noch hier außen lagern und sich Platz und Raum zu schaffen, um die Vorräte zu lagern. Und dann? Ja, dann hat die liebe Seele Ruhe. Dann ist es genug da, in Hülle und Fülle. Genau in diese Situation hinein spricht ein Gleichnis von Jesus in Lukas 12. Sie kennen das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Dort heißt es, er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre angesammelt, habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Mir sind gerade viele Menschen vor Augen, die haben geerntet ohne Ende. Sie haben die Scheunen voll, übervoll. Und sie versuchen, ihre Seele zur Ruhe zu bringen. Aber getrieben von der Gier nach noch mehr und dem Geiz im Hals, können sie den Hals nicht richtig voll bekommen und sammeln und sammeln und sammeln. Und plötzlich kommt der große Einbruch. Entweder an der Börse oder durch eine Wirtschafts-, Banken- oder Immobilienkrise, dann bricht plötzlich alles zusammen. Oder plötzlich kommt die Krankheit, klopft mit Fäusten an die Türe, dringt ein und nimmt alles. Und wir können mit den gesammelten Schätzen gar nichts mehr anfangen. Oder wegen diversen Verstößen gegen das Gesetz kommt man plötzlich hinter verschlossene Riegel. Auch dann kann man nichts mehr mit den Schätzen anfangen. Wir haben schon oft Menschen hier im Gottesdienst zu Gast gehabt, die genau das bezeugt haben. Das ganze Leben gesammelt und angehäuft und plötzlich hinter Gittern.
Du Narr, diese Nacht wird man von dir deine Seele fordern, sagt Jesus. Warum erzählt er dieses krasse Gleichnis? Er erklärt es selber. Er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt, denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Wer ist unter euch, der seinem Leben eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Was für eine Botschaft! Und mich persönlich hat dieser eine Satz von Jesus unendlich inspiriert und angesprochen. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das Leben ist mehr. Das haben wir vermutlich schon lange als Sehnsucht im Herzen drin. Sein Leben war nur Mühe und Arbeit, so steht es ganz oft auf mancher Traueranzeige. Was ist das für eine vertane Chance, wenn Lebenszeit nur Arbeitszeit ist? Geld ist nicht alles. Du kannst ein Bett kaufen, aber keine Träume. Du kannst eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Du kannst ein Buch kaufen, aber keine Intelligenz. Du kannst eine Position kaufen, aber noch lang keinen Respekt. Du kannst Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Man kann materielle Dinge kaufen, aber niemals die Liebe. So heißt es in einer Besinnung. Das Leben ist mehr. Und dem Prediger heißt, dieses Leben gilt es zu genießen, seine Gabe Gottes. Für mich die schönsten Momente, wenn man Erfolge teilen kann, wenn man schöne Erlebnisse teilen kann, wenn man überhaupt Menschen hat, mit denen man teilen kann und die man dadurch beteiligen kann. Jesus sagte mal, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Und liebe dich selbst so wie deinen Nächsten. Das heißt so viel wie, werde glücklich und mach andere glücklich. Du kannst andere nur glücklich machen, wenn du selber glücklich bist. Du kannst nur glücklich sein, wenn du nicht nur an dich denkst, sondern das Glück teilst. Das Leben ist mehr. Und weil sich über Nacht eben so viel ändern kann, tun wir gut daran, wenn wir dieses kurze Leben nicht nur beschränken auf Arbeit und Mühe, auf Sammeln, Anhäufen und Vermehren. Wir tun besser daran, sagt Jesus, wenn wir das Glück teilen. Jesus fordert harte Konsequenzen, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen, tut den anderen Gutes, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten. Sammelt einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motten ihn fressen. Ja, weil sich über Nacht so viel verändern kann, tun wir gut daran, unseren Frieden nicht zu finden in prall gefüllten Sparbüchern, in angehäuftem Hab und Gut, weil es letzten Endes keine echte Ruhe, kein echter Friede ist, sondern Seelenruhe und Frieden nur dann eindringt, wenn wir mit anderen teilen. Dann schenkt Jesus seinen Frieden, Shalom. Das heißt, das Gefühl, genug zu haben. Nicht mehr das Gefühl zu haben, ich muss sammeln, weil ich sonst zu kurz komme. Nein, es reicht, ich habe genug. Frieden, das ist Seelenruhe, das ist Herzensfrieden. Und der zieht in uns ein, sagt Jesus, wenn wir teilen, wenn wir abgeben. Nicht alles nur für uns behalten. Ich wünsche Ihnen diese Freiheit. Und diesen Frieden. Und jetzt atme ich nochmal tief ein. Dieser wunderbare Duft von Heu, der mich inspiriert hat, darüber nachzudenken. Müssen wir so viel ansammeln? Nein, über Nacht kann sich alles ändern. Und das sagt uns Jesus. Das Leben ist viel, viel mehr. Machen wir was draus. Amen.
fang mit mir von vorne an, wirklich ganz von vorne an. Geh mit mir den ersten Schritt noch einmal. Auch wenn ich nicht begreifen kann, dass ich immer noch nicht weiter bin, fang mit mir noch einmal ganz von vorne an. Hol mich zurück von meiner Reise in mein gelobtes, heiliges Land. Hab mich auf meine Art und Weise auf dem Weg dorthin verrannt. Und ich kann dir nicht erklären, warum ich's nicht geschafft hab, in deiner Spur zu bleiben und den Weg mit dir zu gehen. Fang mit mir von vorne an, wirklich ganz von vorne an. Geh mit mir den ersten Schritt noch einmal. Auch wenn ich nicht begreifen kann, dass ich immer noch nicht weiter bin, fang mit mir noch einmal ganz von vorne an. Ich finde, wir sollten uns ab und zu mal Hoffnungsgeschichten erzählen. Wenn Sie Gebetserhörungen erlebt haben, dann schreiben Sie uns, erzählen Sie davon. Und wenn Sie immer noch Probleme haben und Sorgen, die Ihnen das Leben schwer macht, dann schreiben Sie uns auch. Wir beten gerne dafür. Lasst uns füreinander und miteinander beten. Heiliger Gott, Vater im Himmel, wir haben vorgesorgt. Wir haben so viel gesammelt an Vorräten und Geld und versucht, alles ins Trockene zu bringen und sicher zu sein, hilft, dass daran nicht unser Herz hängt.
denn wir wollen bedenken, dass es jeden Moment anders sein kann und wir nichts mehr davon haben. Und wir wollen auch bedenken, Herr, dass das Leben in der Tat mehr ist. Und dass das Leben seine Krönung erlebt, wenn du ins Leben kommst, Herr Jesus Christus. So laden wir dich ein, komm in unsere kleine Welt, füll du neu alles aus in unserem Leben. Und da, wo Misstrauen ist, schenke Vertrauen. Da, wo Hass und Zwietracht ist, da schenke Versöhnung. Und da, wo wir meinen, am Ende zu sein, schenk uns einen neuen Anfang. So wie wir es heute gehört haben im Gottesdienst, kann es noch einmal neu beginnen. Danke dafür. Und gemeinsam wollen wir beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht auf eurem nächsten Lebenswegabschnitt unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gott ist gut zu uns. Deshalb wollen wir auch gut zueinander sein und großzügig. Das letzte Lied, das wir gerade gesungen haben, ist auf einer CD drauf. Schöne neue Gottesdienstlieder. Die wollen wir Ihnen heute einfach schenken. Vielleicht ist dieses Lied Fang mit mir von vorne an auch für Sie Programm und Herzensanliegen. Schreiben Sie uns, wenn wir Ihnen diese CD schenken dürfen. Danke für alle Unterstützung, die wir durch Sie erhalten. Wir haben hohe Kosten für so einen Fernsehgottesdienst, die Sendezeiten kosten, aber auch Personal und die Produktion von solchen Gottesdiensten, das Internet. Danke, wenn Sie uns helfen, diese Kosten zu tragen. Herzlichen Dank, wenn Sie Werbung machen für diesen Gottesdienst. Wir haben viel Werbematerial. Schauen Sie rein auf unserer Homepage, stundedeshoechsten.de. Dort finden Sie mehr Informationen über unsere Arbeit und erfahren auch, wie Sie uns anderen weiterempfehlen können. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. In der Sendung Singt dem Höchsten oder in Ausklang oder aber wieder hier in der Stunde des Höchsten. Bis dahin, Gott befohlen und auf Wiedersehen.